Moin Leute, was läuft? Willkommen in einem Projekt, in einem sehr kalten Projekt. Wir befinden uns hier nämlich in einer Eistundra im tiefen, tiefen Norden Kanadas. Wir sitzen hier in einer tiefen und eiskalten Pampa fest. Mit wenig Essen, wenig Wasser und nur mit den Tieren, die es in dieser eisigen Kälte aushalten, wie Bären, Wölfe und noch andere gefährliche Dinge. Und uns ist wirklich kalt, ja. Wenn man sich nicht in einer warmen Umgebung, am besten noch in einer geschlossenen Umgebung aufhält, dann friert man wirklich, sogar relativ schnell und dann stirbt man. Yep. Wir haben übrigens noch eine Durstbar, also eine Wasserbar. Bedeutet, wir müssen uns permanent Wasser abkochen, sonst stirbt man auch. Es wird auch übrigens immer kälter und kälter. Bedeutet, es wird immer schwieriger und schwieriger zu überleben. Ebenfalls besteht eine Tornado-Gefahr. Das hört sich richtig gut an, oder? Also in diesem Projekt werdet ihr mich begleiten, wie ich dieser eisigen Kälte und den anderen zahlreichen Herausforderungen hier standhalte. Also falls sich für dich dieses Projekt gut anhört und du allgemein seit 100 Tage Hardcore Microfears feierst, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Das bringt dir vor allem etwas und mich würde es extrem unterstützen. Noch ebenfalls. Nur zur Info, das ist der erste Teil der Videoreihe. Falls du mehr davon sehen willst, dann schreib es mir auch gerne unten in die Kommentare. Okay, meine Freunde, hier sind wir schon. Das Ganze wird jetzt relativ spannend. Wir haben jetzt also mit dieser einen Mod, was das so mit der Temperatur zu tun hat, mit der habe ich irgendwie noch nie gespielt. Und ich glaube, ich habe auch Auto-Jump aktiviert. Das müssen wir jetzt mal wegmachen. Okay, da haben wir auch die ersten Schafe. Das ist gut. Als erstes hätte ich gesagt, ja, holen wir uns einfach Holz und machen uns die ersten Tools und dann töten wir die mal. Weil ich habe auch gesehen, man kann irgendwie eine Wolle-Rüstung oder so machen. Ja, das werden wir dann gleich machen. Und nur zur Info, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit reden, vielleicht spreche ich das ja auch im Nachhinein so ein. Mal schauen, auf jeden Fall rede ich jetzt mal am Anfang ein wenig so. Ja, wie schon erwähnt, reden werde ich während dem Gameplay nur am Anfang oder allgemein eher wenig. Falls ihr das aber gerne hättet, dass ihr euch sozusagen live im Gameplay redet, dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne unten rein. Wie auch immer, ich habe mir daraufhin ein paar Holztools gecraftet und einfach ein paar Schafe getötet. Ich musste was trinken, bekam danach aber Durst, also müsste ich es in Zukunft abkochen, damit ich normal Wasser trinken kann. Fürs Abkochen brauche ich aber dennoch Sand und Sand ist in dieser eisigen Kälte wirklich schwer zu finden. Ich habe also lange Sand gesucht, fand leider nichts, habe mich daraufhin aber dennoch in einen Berg reingebaut, um mit die ersten Steintools zu machen. Normalen Stein aus Minecraft, so den wir alle kennen, den wird man aber hier leider nicht finden, sondern irgendeine andere Version davon, anscheinend eine kältere sozusagen. Okay, ich tue mich gerade hier ein wenig aufwärmen. Ja, ist auf jeden Fall sehr entspannt. Jetzt haben wir unser Cooked Rabbit hier. Und jetzt haben wir auch noch das Hammelfleisch hinein. Ja, ich glaube, das tut unserer Wärme ganz gut. Ich weiß, dass man sich hin und wieder aufwärmen muss, weil sonst wird es einem ganz klar zu kalt hier. Man hat auch gerade gesehen, wie der Pfeil hier so hoch ging. Ja, mal schauen. Ich wollte Sand finden, aber es gab keinen, also musste ich auch so oder so das eiskalte und durstbringende Wasser aus den kleinen Tümpeln hier trinken. Ich wollte mir danach ein Bett craften, musste dennoch widerwillig rausgehen wegen Holz. Daraufhin machte ich das Bett und ging dann schlafen. Ich fand endlich Sand, bedeutet, ich kann endlich vernünftig trinken. Und jetzt stellt euch mal vor, wie hart es in Wirklichkeit dort wäre in so einer Umgebung. Unvorstellbar. Und Grüße gehen an alle von euch raus, die Survival-Erfahrung haben und ebenfalls gehen natürlich auch Grüße raus und die keine haben, ne? So wie die meisten von uns. Ich hatte zwar Angst, im Wasser eventuell Unterkühlungen zu bekommen, dennoch dachte ich in dem Moment, dass ich so viel Sand wie möglich bräuchten würde. Ich legte es zum Schmelzen in den Ofen und holte neues Brennholz. Ich machte es schlau in dem Moment. In dem einen Ofen würde ich Holzkohle machen und im anderen würde ich die gewonnene Holzkohle für das Glas nutzen. Ich hatte also endlich mein erstes gekochtes und sicheres Wasser. Dennoch ist es relativ unpraktisch, da man es nicht hochstecken kann, aber das war schon immer so. Neben dem Warten wegen den Öfen wurde halt hin und wieder Holz geholt. Ich würde also zwischen meiner jetzigen Base und dem Wald hin und her laufen. Und das war es so für den zweiten Tag. Ich wollte heute ein Lagerfeuer austesten, hatte aber kein Flint, wollte es daraufhin abbauen, aber es ging danach kaputt so. Im Prinzip ist es egal, weil es jetzt eh nicht sehr teuer. Es wurde wieder Holz geholt und danach eben noch mehr Wasser, damit ich es wieder abkochen könnte. Okay, da kamen gerade ein paar Sounds raus, die mir gar nicht gefallen. Und da oben habe ich einen Bärenbusch gerade gesehen. Ich glaube, es hat ganz kurz geleckt gerade. Den Bärenbusch werden wir uns auf jeden Fall holen. Aber da ist anscheinend irgendwie eine Höhle oder so. Anscheinend, ja, da. Ja, die Sounds, ich habe mega viel Wasser und so. Also, Wasser und Essen ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Wir müssen halt jetzt nur ein bisschen Progress haben, was so die Erkundung angeht. Irgendwie. Ich verstehe, was ich meine. Ich glaube, wir müssen langsam mal einen Ort finden, wo wir unsere erste Base so richtig aufmachen können. Ich meine, das kann man vielleicht jetzt auch so als Zwischenbase so bezeichnen, was wir gerade hatten. Ups. Aber wirklich krass war. War das jetzt nicht? Junge, was war da jetzt?
Danach wurden sich Truthähne gesnackt und ich habe ein Dorf entdeckt. Dort haben wir so ziemlich alles mitgenommen, was man anbauen kann, also Karotten, Kartoffeln, Seeds und rote Beete und vielleicht noch irgendwas. Es ging weiter und die Truthähne bringen auf Dauer wirklich sehr viel Fleisch, weil es so viele davon gibt in der Welt. Ich traf auf etwas Flachland unter einem zugefrorenen See und später kam ein weirder Bär auf mich zu, der irgendwie einerseits angreifen wollte, andererseits war er so langsam kein Plan. Ein Ziegelhaus wurde gefunden, diese kannte ich sogar schon, weil diese Mod gibt es öfter anscheinend in solchen Modpacks. Dort fand ich dann etwas Kleidung und eine Eisenspitzhacke und ein sehr mysteriöses Tagebuch. Ich ging die Wendeltreppe runter in den Keller, hatte dennoch ein ungutes Gefühl da unten. Ich habe auch permanent irgendwelche schlangenähnliche Sounds oder allgemein sehr düstere Sounds gehört und das ist nie schön, ne? Dennoch habe ich in der ersten Kiste ein Eisenschwert mit Mending gefunden und das, meine Freunde, ist schon wirklich eine starke Errungenschaft. Das Schwert hatte natürlich noch ein paar Verzauberungen. Ich baute den einen Weg zu und wollte dann den zweiten Abteil des Ganges sehen. Habe mich dann aber wieder umentschieden, denn wir sind hier natürlich in Hardcore und man muss ja auch nicht so einfach so riskieren, ne? Und außerdem hatte ich schon wirklich sehr viel Angst in dem Moment. Ich baute alles so ging rauf und danach ins Bett. So, wir haben ja dieses wunderschöne Haus hier gefunden, wie wir alles sehen können. Hier könnte man im Prinzip wirklich bleiben. Das ist klar und vor allem dieses... Boah, einfach Sharpness. Eins ist, heißt, es ist so stark wie ein Dio-Schwert und Mending ist auch noch drauf. Also verdammt geiles Schwert. Diesbezüglich bin ich schon froh, dass wir das Haus eigentlich gefunden haben. Ich hatte dennoch ein bisschen Angst anfangs. Ich meine, ich traue mir auch nicht weiter, da unten irgendwas zu machen. Also in diesem Dungeon dort. Es ist... Vor allem der Ofen ist aber auch schon, wie es so aussieht, als würde irgendwas braten, obwohl da nichts drin ist. Natürlich, ich mag das immer, wenn es so brennt. Keine Ahnung, so. Aber, ja, das Haus an sich ist ein bisschen mysteriös, finde ich. Das Tagebuch, was ich da auch gefunden habe, bin ich mir nicht ganz so sicher, was ich davon halten soll. Aber wir lassen uns jetzt nichts Böses einreden. Das dient eigentlich recht gut als Zwischenstation, kann man schon sagen. Also, wir werden uns die... wir werden uns die Koordinaten auf jeden Fall aufschreiben. Seltsam wird's. Aber ich hätte trotzdem gesagt, wir reisen ein bisschen weiter, weil ich habe auch vorhin Iglo gefunden. Und wie jeder weiß, sind da krasse Schätze auch drin. Also krass jetzt nicht unbedingt, aber wir schauen auf jeden Fall mal hin. Hier oben dürfte das sein, ne? Ja, also ging ich zu dem Iglo hinauf, baute den Teppich ab und schaute erstmal in die Höhle hinunter. Dort war halt das Übliche, ne, wie immer, also ging ich wieder nach oben. Danach habe ich noch ein weiteres Ziegelhaus gefunden und es wurden da noch ein paar Tiere getötet. Ein bisschen Wasser wurde zwischendurch noch gekocht, in diesem Moment hatte ich auch komischerweise irgendwie ein wenig Angst, dass ein Tornado kommen würde, hatte irgendwie so ein Gefühl von den Blättern her, ihr wisst schon. Ich traf wieder auf ein Flachland und später würde man sehen, dass wir eigentlich nur im Kreis gelaufen sind. Bedeutet, wir sind ungefähr dort wie vorher. Dennoch baute ich mich ein wenig hinunter, damit wir wenigstens einen geschlossenen Raum haben würden. So. Das Runenfleisch lag im Ofen, eine Kiste wurde aufgestellt und ich wollte mich dann auch noch durch den frostigen Boden graben, um vor allem Eisen mal zu bekommen. Zunächst fand ich aber nur Kohle. Es gab wie gesagt keinen normalen Stein, zumindest fand ich ihn nicht. Man konnte sich zwar Steintools aus diesem komischen Stein craften, den es gab, aber man hatte zum Beispiel keine Chance, durch diesen Stein auf Cleanstone zu kommen oder zum Beispiel Cobblestone irgendwie. Also suchte ich an der Oberfläche etwas davon und hin und wieder spawnten gewisse Steinklötze, also die waren schon natürlich vorher da, die aus Bruchstein bestehen würden. So. Diese suchte ich auch die ganze Zeit und baute sie auch immer ganz ab und ich hatte letztendlich auch fast 3 Stacks Bruchstein. Danach habe ich meine Base etwas markiert und Fichtenholz geholt, beziehungsweise ich war auf dem Weg, um das zu holen. Ne? Ja, ein paar Bäume wurden dann noch abgefarmt. Es war auch etwas komisch, es gab die normalen Mikrofichtenbäume, die alle kennen und noch diese, wo man eben den untersten Block abbaut. Sehr seltsam. Dann ging es ab ins Bett. In der Früh wurde sich erstmal Fleisch und Wasser gegönnt und danach ging es wieder ab nach oben. Ich habe dann im Prinzip nur noch Holz geholt den ganzen Tag, so teilweise halt auch für Holzkohle, aber auch noch fürs Bauen, denn ich wollte endlich mal ein Haus haben. Dieses sollte auch relativ flach sein, denn eventuell besteht eben eine Gefahr auf Tornados oder starke Schneestürme und je kompakter, desto besser auch. Heute ging es ab in die Mine, ich war vor allem auf der Suche nach Eisen, klar, Dias wären erstmal unnötig. Die Höhlen hatten an sich auch immer eine andere Farbe, vor allem aber rot war es meiste. Als ich fertig war, ging ich wieder rauf und auch direkt mal ins Bett. Hinter mir explodierte ein Creeper und ich dachte wirklich, es wäre so aus, aber irgendwie hat er mir legit keinen Schaden abgezogen, so komischerweise. Ich platzierte die zumindest übergebliebene Erde neu, tötete einen weiteren Creeper und putzte hier noch ein wenig die Umgebung hier oben, um die Fläche fürs Haus zu machen. Daraufhin habe ich auch schon mit dem Boden begonnen, aus Fichtenholz. Die ersten Wände wurden auch schon errichtet, aus Stein würden die wahrscheinlich sein, so. Da Stein auch schwerer als Holz ist und Holz beispielsweise bei starken Unwettern wegfliegen würde, wir haben das in der Mod nämlich dafür. Ich erhöhte die eine Ebene und machte weiter mit den Wänden. Da es langsam Nacht wurde, suchte ich auch schon fast verzweifelt meine
Untergrundbase so. Ich habe alles irgendwie mit Fichte so zugebaut und fand sie auch später. Ich räumte heute meine Sachen um, also von unten nach oben. Ich wollte dennoch einen Weg nach unten haben, also unter anderem einen Keller. Und mit dieser neu modellierten Leiter sieht das auch schon wirklich gut aus, so irgendwie. Das machte ich denn, falls heute oder wann auch immer ein Sturm kommt, wäre ich im Keller auf jeden Fall sicher. Ich habe gegen einen Bär gekämpft später, weil ich nicht wollte, dass dieses Ding jederzeit vor meiner Tür stehen könnte. Und er macht sehr, sehr viel Schaden, so. Sein Angriffsmuster ist zwar langsam, aber dennoch unvorhersehbar. Und deswegen versuchte ich das anfangs in der Luft zu machen. Später habe ich ihn aber am Boden den Rest gegeben. Danach wurde viel Holz geholt und ich ging nochmal auf den Weg, um neues Wasser in den Ofen zu geben. Ein Haus würde aber nicht vor Kälte schützen, wenn es keine Fenster gäbe, so. Also war ich wieder auf der altbekannten Suche nach Glas. Das fand ich dann und gab allgemein sehr viel Zeug in die jeweiligen Öfen hinein. Ich wollte auch mehr Wände haben, weil das Ganze ist ja komplett offen so und schützt mich weder vor Wetter, Kälte oder Tiere. Ich hatte später sogar noch die Wände und am Abend hatte ich genug Fensterscheiben, um an jeder Stelle Fenster reinzubauen. Ich würde noch mehr Stein für die Wände benötigen und im Prinzip nur noch das Dach machen und dann hätte ich schon wortwörtlich 4 Wände und ein Dach über den Kopf. Falls du es sehen willst bzw. die anderen Teile, dann lass es mich wie gesagt gerne mit einem Like oder einem Kommentar wissen. Liken wäre ebenfalls ziemlich ehrenhaft, denn dann stoßen noch mehr Ehrenmänner und Ehrenfrauen auf dieses Projekt und diesen Kanal und wir als Community werden noch mehr wachsen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.